Herzlich willkommen. Heute machen wir eine Übung für energetische erste Hilfe nach einer anstrengenden Zeit. Also du kannst diese Meditation anwenden, wenn du das Gefühl hast, okay, du bist irgendwo gestresst oder es weht noch etwas nach in dir, du hast noch einen Nachhall, fühlst dich noch geschwächt oder gekränkt oder enttäuscht oder angestrengt auf irgendeine Art und Weise. Und wir werden jetzt mal schauen, dass wir das auf der energetischen Ebene lösen können. Und dass das ganz einfach ist und auch sehr, sehr effektiv, wirst du dann gleich nach dieser Übung merken. Schließ bitte einfach mal deine Augen und atme mal tief ein. Und wieder aus. Und tief ein. Und wieder aus. Und wir beginnen jetzt mal mit dem Bild, dass man sagt, man möchte die Akkus aufladen, wie bei einem E-Auto oder beim Handy. Ich möchte einmal aufgeladen werden. Das heißt, während dieser Übung bitte ich darum, dass sich meine Lebensenergie, mein Lebensenergiezentrum, wenn du so möchtest, auch das Hara-Zentrum, füllt und mit frischer Energie auflädt. Mein Hara-Zentrum, mein Energiereservoir wird während dieser Übung aufgeladen. Du visualisierst jetzt nochmal so das Bild eines Autos, das zu einer Tankstelle geht oder so dein Ladensymbol deines Akkus beim Handy. Stell dir nochmal vor, du lädst deinen Handy-Akku auf. So einfach, du steckst einfach dein Mobiltelefon an. Und du siehst schon auf der Anzeige, dass sich der Akku lädt. Und genau so beginnst du jetzt dein Energiefeld aufzuladen. Du kannst dir auch vorstellen, dass deine Beine die Steckdose, also nicht die Steckdose, sondern die Stecker sind, die zwei Kontakte eines Steckers. Und die stecken jetzt in der Erde drinnen, das ist die Steckdose. Und so beginnt durch deine Beine diese Lebensenergie, diese Aufladung in dich einzufließen. Und du weißt, während du diese Reise, diese Meditation machst, fließt jetzt diese Lebensenergie durch deine Beine hinauf in dein Becken, in dein Lebensenergiezentrum. Also du lädst dich während dieser Reise auf. Und diese Lebensenergie versorgt dann deinen Körper, deine Gelenke, deine Nervenbahnen, entspannt die Bereiche, wo du gestresst bist. Dein Kreislauf. Deine Blutbahnen, all deine inneren Organe und auch deine Muskeln, der Bewegungsapparat, die Haut, die Haare und alle Sinne werden da optimal versorgt mit Energie. Und das passiert ganz selbstverständlich. So als würdest du dein Auto zum Service geben. Ganz von selber läuft jetzt diese Energie in dich ein, lädt dich auf, lädt deine innere Batterie auf und entfernt auch sämtliche Blockaden, die dich daran hindern, dass die Lebensenergie optimal durch dein System fließt. Also alle Blockaden, die verhindern, dass die Lebensenergie optimal in dein System fließt,
die werden da jetzt auch ganz sanft gelöst. Und du kannst dich mehr und mehr entspannen. Und während diese Energie in dich einläuft, widmest du jetzt deine Aufmerksamkeit deinem Energiefeld. Deine Gefühle, deine Gedanken, deine feinstofflichen Entladungen und Zusammenhänge. Und stell dir jetzt einfach mal vor, deine Aura, dein Energiefeld wäre ein Mantel. Ein Mantel, der dich von Kopf bis zu den Füßen einhüllt. Und visualisiere diesen Mantel jetzt mal. Welche Farbe hat er? Fühlt er sich abgenutzt an? Hat er vielleicht irgendwelche Risse? Ist er irgendwo staubig, verfärbt? Stell dir einfach mal den Mantel vor. Wie fühlt er sich denn an? Ist es ein angenehmer Mantel oder ist es eher ein bisschen ein kratziger Stoff? Und du erlaubst dir jetzt mal, dass du diesen Mantel ablegst und zur Reinigung gibst. Und der Mantel wird jetzt gereinigt, geflickt, restauriert, in allen Farben und Frequenzen. Der benötigt, dass er wieder ganz ist, dass er wieder heil ist, dass er wieder zu strahlen beginnt. Vor allem werden sämtliche Zeichen von Müdigkeit, Erschöpfung, Abgekämpftheit, all das darf sich lösen. Und du spürst auch, wie ganz tiefe emotionale Eindrücke aus dem Mantel entfernt werden. Das kannst du dir so vorstellen wie alte Taschentücher, die sich vielleicht noch in den Taschen des Mantels befinden. Oder vielleicht hast du mal irgendwo einen Kaugummi vergessen im Mantel. Irgendetwas, was da nicht mehr hingehört, eine alte Eintrittskarte fürs Theater. Auf jeden Fall werden jetzt auch diese emotionalen Reste, also die Taschen des Mantels, entleert, gereinigt und bei Bedarf geflickt. Und du siehst hier nochmal ganz bewusst diese alten Überbleibsel des Mantels an, diese Taschentücher, Tickets, was auch immer. Und gibst diese bewusst ab. Und die werden gereinigt. Und du spürst auch, wie sich dieses Bild auflöst. Diese alten Objekte. Dass dein Mantel wieder leichter wird, freier wird. Und du erahnst vielleicht auch schon bei deinem Mantel, der jetzt immer noch gereinigt wird, aber vielleicht erahnst du schon einen Schimmer von der Pracht, von der Strahlkraft, von dem Licht, das da in deinem Mantel vorhanden ist. Und vielleicht hast du dieses Licht vergessen, im Staub des Alltags, im Staub der Anstrengungen, in emotionalen Verwicklungen, in den Auf- und Abs und Unsicherheiten des Lebens. Und du spürst jetzt, wie dieser Mantel transformiert wird,
wie das dichte Gewebe sich löst. Der grobe Faden wird gelöst. Alles Irdische wird von diesem Mantel jetzt entfernt. Der alte irdische Staub. Und während sich so diese Fäden lösen, spürst du, wie dein Energiefeld zu vibrieren beginnt. Es ist wie eine Reinigung, fast wie eine Ultraschallreinigung deines Energiefeldes. Das beginnt zu vibrieren und es schüttelt diesen Alltagsstaub, diese Verkettungen, Verwicklungen, Verstrickungen werden einfach abgeschüttelt. Du kannst natürlich auch, wenn du möchtest, dich auch körperlich ein bisschen so ausschütteln, dass so dein Feld einmal so ein bisschen in die Energie reinkommt. So kannst du gerne machen, schaut dir ja keiner zu. Und du spürst, wie dein Feld sich reinigt. Wie Mikroablagerungen aus dem Energiefeld abgestoßen werden. Kleine Steinchen. So ähnlich wie beim Fahrradfahren, wenn man einen Stein im Profil drinnen hat oder beim Auto. Was so im Profil drinnen steckt, das wird so rausgeschüttelt. Oder um beim Bild des Mantels zu bleiben, da wird Staub rausgeklopft. Und das vibriert jetzt eben in deinem Feld und du merkst eben, dass wirklich so alter Staub, alte Ablagerungen aus deinem Feld entfernt werden, abgesaugt werden, rausgeschüttelt werden. Und du atmest jetzt mal tief ein und wieder aus. Und spürst mal, wie dein Energiefeld weiter geworden ist. Und nun merkst du, dein Körper bekommt neue Energie und auch deine Aura, dein Energiefeld ist geladen. Und jetzt kannst du gezielt die Bereiche lösen und erlösen, die dich noch im Alten halten, die dich in der alten Erschöpfung, in der alten Enttäuschung, in dieser alten Anstrengung noch festhalten. Und genau diese Aspekte dürfen jetzt auch nochmal bearbeitet werden. Und dazu fließt das Licht der Transformation in dich ein. Es ist violett. Und das löst jetzt mal alle Glaubensmuster, alle Verhaftungen. Überall, wo du das Gefühl hast, drin zu hängen. Überall dort, wo du denkst, festzustecken. Überall dort findet eine Reinigung und vor allem auch ein Abschluss statt. Unnötige emotionale Belastungen fallen von dir ab. Und du spürst jetzt auch, dass du in dir flexibler und stärker wirst, dass sich mehr Kraft in dir aufbaut, dass du spürst, dass deine Tatenkraft, deine aktive Seite sich aufbaut. Und das ist eine andere Stärke. Das ist keine Stärke, wo du gegen etwas ankämpfst oder wo du dich durchsetzen musst. Das ist kein Kampf. Es ist eine Bewegung, eine selbstverständliche Bewegung, eine Selbstverständlichkeit.
Und du spürst jetzt, wie diese selbstverständliche Kraft, diese Selbstverständlichkeit dich ganz klar nach vorne bringt. Du bewegst dich aus deiner Urkraft, deiner Urenergie auf selbstverständliche Ziele zu. Und du spürst, dass diese Ziele nicht Erwartungen von außen sind, sondern dass du dir mit dieser Kraft deine eigenen Ziele, deine eigenen Vorstellungen erfüllst. Dass du ganz klar ins Tun kommst, in deine Power kommst. Und das ist nicht anstrengend, das ist leicht. Und aus dieser Leichtigkeit heraus entsteht eine positive Spirale nach oben. So wie wenn du in einem Flow einen Berg besteigst bis zum Gipfel und gar nicht merkst, dass du dich eigentlich anstrengst. Das geht ganz selbstverständlich. Und genau in dieser Energie streifst du jetzt noch einmal bewusst alte emotionalen, sentimentalen Müll und Ballast ab. Das fällt einfach von dir ab, wird abgestreift und bleibt hinter dir zurück. Und du atmest mal tief ein. Und explosiv wieder aus und spür mal, ja, das ist meine Energie, das ist meine Kraft, meine transformative Kraft, meine wirkliche Power. Und du spürst, wie jegliche Verwirrtheit, jegliche Ablenkung, jeglicher Seitenschritt, jeder unnötige Ballast noch einmal entfernt wird. Du wirst noch klarer. Du spürst, dass du neu wirst. Dass du neu in deinen Gedanken wirst, in deiner Durchsetzungskraft, in deiner Liebe. In deinem Eigenwert. Und du erlaubst dir, diese Erneuerung auf allen Ebenen zuzulassen. Du erlaubst dir, heil zu sein. Und in dieser Energie atmest du mal tief ein und wieder aus. Und du spürst jetzt, wie sich dein Energiefeld und dein Körper synchronisieren. Wie dein Wesen sich ausrichtet und klar und stabil erstrahlt. Du spürst, wie du in deiner Mitte ankommst und du spürst, dass es gut ist.
Bleib jetzt mal ganz bewusst in dieser Kraft und in dieser transformativen Energie. Spüre, dass du am richtigen Ort bist, zur richtigen Zeit in deinem Leben. Atme noch einmal tief ein und wieder aus. Und lass jetzt diese Energie noch etwas weiterlaufen. Richte dich auf deinem Sessel oder der Unterlage, wo du bist, nochmal auf. Gib die Schultern zurück. Schüttel dich mal aus. Beweg deine Arme und Beine und komm ganz mal ins Hier und Jetzt zurück. Fühl nochmal nach. Und spüre nun, dass du absolut mit dir und deinem Inneren verbunden bist, dass sich eine tiefe Heilung in dir manifestiert hat und dass es nichts gibt in dir, vor dir, um dich herum, hinter dir, was dich irgendwie negativ beeinflussen könnte, dich schwächen könnte, dich kränken könnte. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Bedank dich, streck dich nochmal durch, bedank dich bei der geistigen Welt, deiner Servicestelle und komm dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und öffne deine Augen. Lass dir noch etwas Zeit. Ja, das war jetzt mal so eine Meditation, so eine Übung zur energetischen Ersten Hilfe, zum Neuauftanken. Ich bin gespannt, wie es dir gegangen ist, was du erlebt hast. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und ich freue mich natürlich über ein Like, einen Daumen hoch. Und abonniere gerne den Kanal, teile das Video, wenn du jemanden kennst, der gerade ein bisschen so einen energetischen Schub braucht. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, dein Oliver Erini aus dem wunderschönen Lenz. Tschüss.